Weiter machen wir mit dem Siemens IQ500. Das Gesamtvolumen der Kühl-Gefrierkombination IQ500 beträgt 337 Liter. Das Kühlfach hat ein Fassungsvermögen von 249 Litern und das Gefrierfach ein Fassungsvermögen von 88 Litern. Die Höhe der Kühl-Gefrierkombination beträgt 201 cm. Stromhungrig ist das Gerät nicht. Der durchschnittliche Stromverbrauch liegt bei 149 Kilowattstunden pro Jahr. Im Störungsfall können Lebensmittel bis zu 35 Stunden im Gerät gelagert werden. Zu den Ausstattungsmerkmalen der Kühlkombi gehören zwei Hyperfresh-Boxen, eine für Fisch und Fleisch, die andere für Obst und Gemüse. In der Hyperfresh-Box 0 Grad-Box für Fleisch und Fisch ist es 2 bis 3 Grad kälter als im restlichen Innenraum des Kühlschranks. Darin gelagerte Lebensmittel sollten im Standgerät länger frisch bleiben. Bei der Hyperfresh-Schublade für Obst und Gemüse kannst du die Luftfeuchtigkeit in der Schublade über einen Schieberegler selbst bestimmen. Dadurch wird das Obst und Gemüse länger frisch und knackig bleiben und langsamer welken. Die Low-Frost-Funktion verringert die Eisbildung bzw. das Vereisen der Kühllamellen und sorgt dafür, dass das Gerät seltener abgetaut werden muss. Die Kühl-Gefrier-Kombination ist mit Supercooling ausgestattet. Dadurch wird sichergestellt, dass frische Lebensmittel schnell abkühlen.